Du die Kopfhörer drin lassen. Ja, habe ich, also ging. Hat dir recht, Karl. Brauchst du meine Hände dort? Fängst ja eh immer nicht. Oh, doch. Oh, Angel gescheitert. Oder bist du ins Wasser neben mir gesprungen? Ich Nö. war zu spät. Ja, weil ich gerade meine Dose aufgemacht habe hier, scheiße. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Neuer Morgen, wir sind fröhlich gestimmt, haben ein bisschen Plan für heute, wissen nicht, wie viel wir davon umsetzen können. Subo ist auch da. Guten Tag. Guten Tag. Ich gehe erstmal die Fallen reparieren. Plan haben wir ja, den hast du ja auch im Kopf. Ich geh erstmal schnell reparieren. Ja, wir wollen auf jeden Fall heute ein neues Beet bauen. Wir wollen den Hühnerstall aufwerten, dass wir ein neues Abteil bekommen, weil großer Plan ist ja dann eben, dass Kühlschrank und Ofen kommen, dass wir unser Leben ein bisschen pushen können. Ja, mal gucken. Dietrich bräuchte Kannst Eier, du aber nicht dringend. Tun rausnehmen? Ich habe einen Ja, neuen. nicht schlachtig jetzt. Komm her, Süßet. So, komm, geh heiern. Geh heiern! Knack! Geh heiern! Du bist ja krass, ey. Geh heiern! Knack! Weg ist das Ding, ey. So, jetzt können wir es aber noch nicht kühlen, weil wir noch keinen Kühlschrank haben. Also muss ich es Aber. zerlegen und essen. Ja, ich muss auch essen. Also ein bisschen essen wäre cool. Gut, dann legen wir das darin und das auch. Die hässlichen Federn, die braucht kein Mensch, die packe ich darin. So, der Ofen braucht ein bisschen Holz. Oh, wir haben wenig Holz. Ich muss mir dann schnell Holz holen. Das war mal schnell die Öfen. Oh nein, da knoten mich schon wieder auf der Seite an. Dann leg ich hier erstmal kurz pausieren. Und dann leg darüber schnell. Warum ist das eigentlich alles so leise heute? Ich weiß nicht, wie das in der Aufnahme ist. Ich befürchte fast, unsere Stimmen sind laut. Und seit dem letzten OBS-Update habe ich irgendwie ein Problem mit den Einstellungen vom Sound. Ich weiß nicht warum. Du bist manchmal zu laut, dann bist du wieder zu leise, dann bin ich wieder zu laut, dann bin ich wieder zu leise, dann ist der Ton zu laut, dann ist der Ton zu leise, dann ist ihr Gewitter zu laut. Oh, es war mir jetzt gerade viel zu leise und laut. Ja, war viel zu viel. Warte mal, warte mal. Ja, wir müssen mal gucken. Heute so ein bisschen kleine Erledigungen, kleine Bauarbeiten und wir hoffen, dabei sterben wir heute nicht. Oh, Hühnchen ist fertig, komm. Ne, nimm mal raus. Ja. Scheiße. Ein Was denn bisschen Scheiße? Wolf von den Fallen weglocken. Wo ist denn eigentlich mein. Hast du mein Trinken gestohlen? Natürlich. Nehme ich einfach deins. So, was sagt denn das Hühnchen? Okay. Dann gucke ich mal nach einem neuen Beet. Beetilein. Ich guck erstmal nach. 6, 10. Oh Gott, Augen. 8. Wir brauchen wirklich Holz. Das haben wir in der Nacht nicht mehr geschafft, weil es war echt schattig. Es war sehr, 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 sehr schattig. Aber ich mache jetzt noch die dritte Falle fertig mit Reparatur und mal gucken, was noch drin ist. Und dann hole ich ja alle dann an den Bäumen, aus den Bäumen raus, was drin Ja, ist. ja. Ich warte kurz, bis das Holz durch ist, dann mache ich Beet. Und dann gucke ich, was das Abteil braucht. Kann ich jetzt schon gucken. Ja, muss auch gucken, ob wir mit dem Strom und der Masse hinkommen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlecht, noch ein zweites Hühnchen zu haben, auch gerade Eins. auch noch den Kotfänger zu haben, Ja. dass wir ein bisschen mehr Dünger haben für die vier Beete denn. Also Beet wird wahrscheinlich am meisten Ah nee, kosten, können wir Strom nicht, und weil wir haben Wasser. keinen Kleber. Ach doch, wir haben Hebeier, ne? Aber nee, wir haben nur Hebeier. Nee, Nee, dann können wir doch keinen wir haben Abteil 10 machen. Kleber. Und wo sind die in deiner Tasche? Nee, unten in der unteren Kiste müssten die sein. Ach doch, da drüben. Ja. Und ich glaube, eins braucht 4 Kleber, Kotfänger oder keine Ahnung. Und das nächste Abteil braucht 2 oder irgendwie umgedreht. Okay, jetzt haben wir null Masse. Ah, was können wir an Rind schmeißen? Nicht wahr? Ja, höchstens Holz, aber Nee, wir haben ja geht ja kein noch. Holz. Ich hacke doch gerade wie ein Achso. Weltmeister. Ich habe jetzt Können wir 36. hier nicht irgendwas hier so ekliges, vergammeltes Essen und so? Nein, 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 das brauchen wir. Die schmeißen nichts da draus. Und die Doch, 14 die Premium-Federn? Premium. Ja, die kannst du Ja. da reinhauen. Ach, guck. Ritsch, ritsch.
Aber kommt nicht viel bei rum. Nee, 16, ne? Das war nicht so prall. Was kostet nochmal an Strom hier das Abteil? Ah, 40 Masse brauche ich noch. Okay, das geht, das kriegen wir noch hin heute. Auf jeden Fall. Ah, ich kann ja schon mal das neue Beet. Na, ich brauche, glaube ich, noch mehr Masse, oder? Das Beet habe ich schon. Achso, hast du. Deshalb haben wir keine Masse mehr. Aber die Abteile und so, die waren nicht so teuer, ne? Von der Masse her. 40, deshalb, wir müssen noch ein bisschen sparen. Und ich hacke. Und ich hacke. So, ich pflanze mal. Soll ich alle Baumwollsamen anpflanzen? Ja, Baumwolle, ein bisschen Heilkräuter. Vielleicht zwei oder so. Und den Rest Kartoffel, Zwiebel. Dass, wenn wir den nächsten Ofen haben, das war ein bisschen Vorrat. Ich hab, ach so, scheiße, für den Ofen brauchen wir ja auch diese Koch- und Back- und Bratformen und so. Ja, das kommt eben auch noch alles, klar. Dann müssen wir genau überlegen, was wir uns denn als erstes machen. Ich glaube, Backform war nicht so schlecht. Naja, das war ja das unser Essen, was wir brauchen. Ja, ja, ja. Die anderen pushen ja auch, also. Aber da haben wir denn Kaninchenpastete und Hühnchen mit, boah, keine Ahnung, Brathähnchen mit irgendwelchen Sachen. Da können wir dann über ein paar Tage mal, wenn wir Glück haben, uns ein bisschen vorantreiben. Und dann haben wir wieder 80 und peng. Guck, das wird hier eben immer mal passieren mit dem Sterben. Ja, denke ich auch. Aber echt wenig Kisten, ne? Wir haben ja, wenn wir jetzt nicht gerade in einer gegnerischen Base sterben oder so, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden, um den einen oder anderen Rucksack nochmal zu bekommen. Ja, klar. Jetzt an Holz 60. Bisschen mehr. Ich habe gerade erst angefangen, aber ich nehme jetzt alles mit, weil ich kriege. Ich guck noch mal ein bisschen nach Kisten, aber doll ist nicht. Ich möchte jetzt so langsam. Guck du mal nach Kisten, Nicole, Holz. Das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn. Ja, da muss man eben durch bei dem Spiel. Weg machen. Ja, aber Holz hacken kann ein anderer. Wir sind ja zu zweit, da musst du ja nicht Holz hacken. Guck mal nach Kisten und latschen ein bisschen, ich bleib hinter dir. Oh, ich hab ein bisschen. Doch, Munition habe ich verloren. 3 Schuss aus der Schrotze. Bisschen Veggie wäre auch nicht schlecht. Ja, aber ist nicht. Nee, wa? Und Kisten sind auch nicht. Ist eh, also ich find echt doof. Echt brutal. Naja. Wir sind ja, wir müssen ja erstmal wieder unsere Runden drehen, normal, dass das Spiel, wie es wurde, uns das hinpacken soll. Ja, immer, überall. Naja, macht das aber nicht. Schenkt schöne Sachen. Wahrscheinlich müssten wir jetzt wieder den Weg gehen, den wir gegangen sind zum. Nein. Zur Dietrich-Kiste. Da wird ein bisschen was liegen. Hier liegt ja auch was, aber. Hier liegt auch ein Wolf. Doch, aber das ist ein Wolf, ich komme da nicht ran. Nee, geht nicht. Achso, ich hab da dein Fleisch in der Tasche. Schön. Das musst du essen. Du musst bloß mal gucken, wo du hingeeilt bist. Ja, hier so. Ach da. Hm. Hallo. Oh, Heidelbeere, schön. Auch schon 2. Habe ich aber gleich in mich reingestopft. Das ist ein Elch. Ja, ich brauche das aber. Was ist denn das? Achso, ich dachte, das ist Baumwolle, hier. Aber hier ist alles mit weißen Dingern. Ne, Baumwolle gibt es nicht mehr, oder? Doch, wir haben Oktober, also. Achso. Letztens hatte ich es noch in den Schuhen. Aber es ist weniger geworden, auf jeden Fall. Oder wir sehen es dem nur nicht so schön, oder? Das Spiel gibt es uns nicht. Das wird schön sehen. Also Kiste. Baukiste. Baukiste ist gut. Ein paar Legerchen tun uns auch ganz gut. Ja, sind auch welche. Nachdem wir die
15. Nachdem wir die letzten Dinger verbraten haben für Tür und... Oh, ich hab auch eine Kiste, aber keine Baukiste. Heidelbeer. Es ist jetzt im Winter eigentlich noch weniger drin als sonst in den Kisten? Nee, die sind eh schon schlecht. Die ist alt schlecht. Meinst du? Mhm. Also oh. Mir ist jetzt nicht unbedingt bange vorm Winter. Oh, mir ist bange vorm Bär. Das Einzige, was wir wirklich viel finden, sind Fasern. Mhm. Das ist echt, also ich glaube, wir haben schon, keine Ahnung, 200 oder so haben wir schon zu Hause. Locker. Noch nicht umgearbeitet, weil wir faul sind. Aber wir haben sie da. Ibims. Hm. Da steht was. Oh. Mann. Überall hat sind böse Tiere. Ach so. Das ist nicht schön. Ja, jetzt müsste die Masse ja schon da sein, oder? Ja, ich geh mal gucken. Ja, ja, ja. Nee, 40 haben wir noch nicht. So schnell geht es nicht. Von 16 auf 40. Komm weg. Ich habe jetzt 100 Holz. Da können wir nochmal 50 von abzwacken für Masse. Nein. Doch. Aber Holz. Öfen müssen wir gucken. Nee, die hat nur auf wie viel, glaube ich. Mit meinem von der Tasche. Dafür gibt es eine ganze Menge Erze. Okay. So, zeig her, das ist eine Masse hier. 47, doch, ich kann das Abteil aufwerten. Auch noch. Oh, geh doch vorbei. Dann müssen wir nochmal Masse sammeln für den Kotfänger, wa? Dass wir wenigstens nochmal ein bisschen zusätzlichen Dünger haben. Zum Ofen. So, jetzt haben wir... Vielleicht. Teil, jetzt brauchen wir bloß noch ein Hühnchen. Ja, jetzt gegen Huhn holen, wenn das so einfach wäre. Na, pass mal auf. Nee, ja, nicht schießen. Außer Falle, wa? Oder? Wenn keins da ist, schieße ich eins. Ja, aber das möchte ich mal sehen. Na, ich schieße das immer so schön. 10 Kilometer Entfernung. Ja, auch da treffe ich sie. Das ist jetzt, was ganz schön nervig ist, dass die so ja, früh ja, ja. Weglatschen. Vorne am Strand sind immer... Wer schwimmt denn da über den Teich, über den Teich? Ein Elch. Na, lass dich nicht kaschen wieder. Nee. Mit der Elchilein haben wir keine guten Erfahrungen. Das war ein Double Kill von Familie Elch. Hier, ist ein Hase. Soll ich den in eine Falle setzen? Eine Falle setzen? Also in unseren Stall. Ja, scheißegal, mach einfach. Der ja, Kack hat ja auch... Der lebt noch richtig. Wenn wir ein Hühnchen haben. Ja. Wir brauchen vielleicht nur für die Klamotten Federn. Oder? Ja, und Stoff. Also ist der Hase ja nicht so falsch. Naja, aber eh der Stoff abwirft, dauert. Also der wirft jetzt schon Stoff ab, aber. Jetzt ist Natur. Oh, nee, doch nicht. Wenn er 10 ist, gibt er 3, ne? Ja. Wir sollen so lange durchfüttern, das Olle. Na, zur Not machen wir noch einen Abteil. Aber 3 sind schon schwer durchzufüttern. Ja. Mit dem bisschen Kram, was wir haben. In eine Falle kannst du die locken mit Heilkräutern, aber füttern kannst du die nicht mit Heilkräutern. Nee, komisch, wa? Mhm. Aber die fressen es doch gerne, sonst würden die doch nicht in eine Falle gehen. Wie doof. Ja, weil sie in dem Stall einfach zu verwöhnt sind. Ja. Also kacken die erst, wenn du einen Kotfinger hast. Oh. Shit, ein abgerutscht, das ist egal. Mit dem Messer in den Hasen rennen, oder? Nee, mit der
Maus auf eine Kartoffel. So. Müssen wir die mal füttern ein bisschen hier? Naja, bald, wa? Was wollte ich denn jetzt machen? Die Sachen zusammen sammeln für einen Kotfängerabend. Nee. Nee? Ich fütter die Tiere. Das ist gut. Was haben wir jetzt? Holz haben wir. Stoff haben wir 26 und Federn haben wir 34. Also sieht nicht so schlecht aus, glaube ich. Nee. So. So. Naja. Das ist die Frage, ob ich noch was drin schmettern soll. In den Masseverwerter. Nee. Masse-Dings da. Das lohnt sich nicht. Naja, wir brauchen ja noch eine Aufwertung, oder? Na, erstmal nicht. Jetzt reicht das, glaube ich, erstmal, oder? Nee, wir brauchen den Kotfänger noch. Aber der fängt doch schon. Ja, aber das kann ja nicht sein. Da ist da bloß Ei drin. Ja? Und kein Kacker. Haben wir nicht schon Kot? Na, dann müssen wir doch. Aufwertung Kotfänger, hier steht das doch. Ja, das hat er gesehen. Eisenbarren, Legierung, jeweils ein. Zwei Metallschrott und zwei Kleber. Ein Eisenbahn, eine Legierung. Okay, Hike in der Tasche. Zwei Metallschrott, aber zwei fehlt Kleber. Eben noch Masse. Okay, wie viel? 40 haben wir, brauchen wir. Wie viel haben wir? 27. Okay. Fängt gut. Na siehste. Ich hab meinen Kompressor, hier den Generator an. Wir haben viel. Haben wir. Mhm. Viel Sprit. Mhm. 212. Na denn. Ja. Kann man ja mal richtig rumasen. Nee. Wer weiß, für was noch braucht. Ja, war jetzt doof, aber. Bisschen Dünger rausholen, bisschen Beete düngern. Oh, ich möchte ohne Tomate essen. Hast du die Hühnchen gefüttert? Mhm. Okay, dann kann ich mal eine Tomate essen. Vielleicht noch ein Märchen? Ein gesundes Märchen? Oder zwei? Da brauche ich auf jeden Fall. Gut, gießen können wir auch nochmal machen. Geil. Oh. Das braucht aber auch wieder alles. Wasser und Dünger und. Teufelskreis. Ja, Teufelskreis wirklich. Boah, kommst du weg nicht. Oh, zeig die Flasche feinst. Wollt mal eh ne Beetchen. Bisschen gießen hier, das neue. So. Achso, ich kann ja hier auch von der Kante. Mhm. Das geht doch mit dem Gießen so. Zwar nur Dreckswasser, aber wir spülen die Gemüse ab vorm Essen. Ja, immer. Dann müssen wir auch, glaube ich, wieder angeln. Ja, oder wir schießen ist doof. Boah, können wir machen, ja. Stelle ich dann noch mal ein paar Schnüre her. Haben wir eine Menge geschafft eigentlich. Kotfänger. Ja. Neues Abteil. Wir haben jetzt zwei Tiere da drin. Neues Beet. Das ist auf brutal auch nicht normal, so eine Sachen zu machen. Normal Dings kannst du das schnell mal machen. Ja. Holst du die Sachen aus der Kiste, aber hier ist nicht so cool. Ja, passt. Also Beet habe ich jetzt erstmal so weit gegossen, wie es ging. Halt schön.
So, ja, ein bisschen Holz. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, jetzt haben wir Titte. Achso, also kriegen wir noch einen Kühlschrank zusammen? Nee, wa? Na, von der Masse her auf keinen Fall. Der braucht 200, okay. Volle Pulle. Mhm. Das schaffen wir. Also, ich möchte jetzt auch ungerne. Ach nee, der braucht auch 1200 Strom. Fett. Oh, da brauchen wir erstmal noch einen Stromding. Einen Stromspeicher. Boah, so viel wieder. Ersten Stromspeicher? Materialien ist nicht so schlimm. Aber dann braucht er 1000. Der braucht auch die Aufwertung, dass er nicht so viel Strom nimmt. War ja auch nochmal so. Dass der ein oder zweimal aufgewertet werden konnte. Aber ist die Frage, Mama. Wir können ja nicht irgendwas Geiles kochen, wenn wir keinen Kühlschrank haben. Nee. Wir müssen das Gemüse ja auch lagern. Also erst der Kühlschrank. Ja, dann müssen wir uns immer mal so ein bisschen Gemüse lagern. Und dann können wir, wenn wir mal ein Hühnchen voll haben. Ach so, so ein Hühnchen ist ja nur in so ein Hähnchen denn. Ja, zwei. Nee, wenn wir teilen, so, dann sind sie zwei. Ja, stimmt. Ansonsten kann sie nur inner pushen. Dann musst, bist du der Tank, dann musst du dich pushen. Mhm. Du musst dann vorangehen und alles weghauen. Oh, war ja, ey. Ja, die können wir auch in den Kühlschrank packen, denn. Machen wir eben ganz langsam. Zu viel würde ich jetzt nicht machen, weil nee. Man ist dann so Knecht irgendwie. Oh, eine Baumwolle ist fertig. Mal gucken, was ich dafür anpflanzen kann. Jetzt haben wir 32 Baumwolle. Das sieht nicht so schlecht aus. Ist noch eine Baumwolle fertig? Oder hast du? Ich schmeiß eine Tomate drin. Ich hab noch eine geholt. Okay. Ich weiß nicht, eine Tomate drin. Da haben wir schon 35. Naja. Cool. Und dann mache ich noch eine Kartoffel. Ich glaube, Kartoffeln brauchen wir ja auch. Für diese Hähnchen. Jetzt mal so ein bisschen vorausplanen. Naja, Dünger ist eben ein bisschen dünn. Ne? Aber, was willst du machen? Da brauchen wir nochmal, keine Ahnung, ein bisschen glotzen gehen irgendwo hin. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Nicht mehr viel, eine kleine Runde. Eine Dietrich-Kiste wird es eh nicht geben, aber... Ich habe auch keinen Dietrich mehr. Vielleicht so eine kleine... Ah, wir gehen... Komm, wir gehen mal hier lang. Mal gucken. Mal Richtung Alte Hut so ein bisschen. Wenn wir nicht unbedingt abgehalten werden. Haben wir natürlich nicht geschafft, Klamotten zu bauen jetzt, wa? Ah ja, dann eben nächste Mal. Das hätten wir noch, eigentlich hätten wir noch machen können, aber ich wollte mal ein bisschen raus aus der Bude. Kleine Runde. Rechts von dir ist ein Wolf. Hinterm Stein. Oh, Erzilein. Fasern. Hier ist ganz ruhig. Bisher. Ja, komisch ruhig, oder? Mhm. Ich hab auch bloß zwei Schuss bei. Hier ist nix. Nicht mal irgendwas zum Schießen. Kleine, doch da oben rennt was, ein Häschen. Komm her. Hoch kann ich immer nicht so gut. Kann ja auch sein, dass sie gerade so ein Jägersmann war und angeln war. Das hat die alle so ein bisschen auseinandergetrieben hat hier. Ja, guck mal, Erz, ich bin hier auf dem Fels. Auf dem Großen. Na toll. Hat's mich gesehen. Na toll. Häschen hat mich gesehen. Oh, 12 Nägel waren in der Kiste. Cool. Nicht schlecht. Schon wieder ein Element, aber wir bauen müssen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. Da sind wir, das lassen wir erstmal so. Wir sammeln jetzt. Die Bude ist zu, vielleicht noch ein paar Fenster drin. Ja, es war auch warm, also ist okay. Ja, wir haben ja auch zwei Öfen, also Grad oder so. Das sollte auch beim dollen Minusgraden da nicht unter 5 Grad sein, denke ich mal. Ja. Schön. Ich glaube, das ist okay. Also, das passt schon. Ich will mal ein paar Bäumchen mit. Auf dem Rückweg. Da haben wir nochmal was da.
also das ist schon. Also wir haben schon viel geschafft. Glücklicherweise hat man noch ein bisschen Kleber da. Die Solarzelle ist jetzt erstmal ein bisschen beschissen, da kriegen wir jetzt nicht hin. Ja. Ich glaube, die brauchte 4 Kleber, 5 Kleber und so viel haben wir ja nicht mehr. Oder? Meinst du, wir könnten noch. Ah ne, wir haben keine. Perlen. Wir haben keine Platinen. Ach so. Dafür bräuchten wir 9 Perlen und so viel haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Aber was wir noch machen könnten, ist, dass wir uns hinten an die Base eine Treppe ranbauen ins Wasser. Okay. Dann kommt man immer schnell rin und raus, wenn was ist. Ist auch zum Wasserholen besser, dann muss es nicht immer so knirscht sein. Manchmal plumpst man da rin. Ah, ich hol noch ein paar Bäumchen. Hast du eine Falle gucken? Nee. Rechts also von dir? Vorhin war ich an der Falle. So, ich habe jetzt einmal 3 Maden. Das war eine schöne Belohnungsfolge so. Ja. Indem man mal was baut. Man hat sich so selber belohnt. Es war nicht viel zu sehen, aber man weiß eben. Zwei Tierchen, Kotfänger, genau. B zahlt sich auch irgendwann aus. Die stehen zwar noch ein bisschen doof, aber geht erstmal nicht anders. Zur Not, naja, müssen wir mal gucken. Mit Strom sind sie ja zwar nicht so gut, aber zur Not bauen wir an eh in so ein Beet eben so eine Lampe ran. Mhm. Und dann lass er brennen, die nimmt ja nicht so viel. Das muss er bloß immer mit Dünger füllen. Das war dann ein bisschen Veggie für uns haben. Recht zügig immer. Oh. 4 bist nicht du. Nee, 4 bin ich. Angel schon. Oh. Weil ich bin hungrig. Im Sonnenuntergang. Und ich jetzt, während ich angel, schnell meinen Gin Tonic hier holen vom Tisch. Ohne, dass es gleich ausschlägt. Musst du die Kopfhörer drin lassen? Ja, habe ich. Also ging. Hat dir recht. Kabel. Brauchst du meine Hände dort? Fängst du ja eh immer nicht. Oh, doch. Zack. Oh, Angel gescheitert. Oder bist du in Wasser neben mir gesprungen? Nö. Ich war zu spät. Ja, weil ich gerade meine Dose aufgemacht habe hier, scheiße. So, dann nochmal. Keiner weil du gesagt Dosen. Hast, weil du gesagt hast, ich fange eh nicht. In dem Keiner Moment, macht den Dosen. Ja. Jetzt aber. Wollen wir dem Hasen einen Namen geben? Nö, wir geben keinen Namen. Doch. Wir essen die. Kappen schönen Namen. Ja. Soll ich sagen? Hm? Mario. Warum? Ah, Mario Götze. Ja, aber was hat denn das mit dem Hasen zu tun? Ich sehe da ja keine. Aber wenn er nicht das bringt, dann wird er geschlachtet, der Mario Götze. Wenn er die Erwartung nicht erfüllt. Du bist ja doof. Ja, ich mach mal Tüte. Ich muss noch. Und Hahn. Du musst noch? Ich muss mir noch Schnüre machen, ich hab eins verkackt. Kann ich dir auch noch machen, welche? 3, dann mach ich mal. Ja, ich muss noch ein bisschen sehen und so. 3. Okay. Das hört sich an, als wenn hier irgendwo Fläche drauf liegt. Ah! Ich hab keine Fläche gesehen. Das war ein Fischlein, eine Schmarotze. So, los jetzt hier schneller, ich will angeln. Gib mir meine Sehne. Warum macht nicht jetzt plock, plock, plock und der Dings geht aus? Vollstrom. Echt? Tatsache. ...0,04 kommen Rinder gerade. Haben die noch ein bisschen Sonne, die Dinger, oder was? Solarzellen? Warte, durch was kommt hier Strom? Ah, jetzt kommt 0. Okay. Jetzt passt. So, Angel sehen. 3 Stück mache ich noch. Jetzt ist Duster. Ich brauche hier endlich auch so ein Flutlicht auf dem See. Und ja, was denn nun noch? Das wäre mir schön. Also, du hast schon verglaste Fenster, ja? In unserer Butze. Jetzt aber willst du noch ein Flutlicht haben. Ja, dass ich sehe, was ich angel.
Das leuchtet aber nicht so weit. Das soll ja nur hier vorne hin leuchten. Ich angle ja vorne. Guck. Wie guck? Wie angel? Kann ich gucken. Mal. Vielleicht reicht das ja aus. Ah nee, die leuchtet nicht so weit, die andere Funze. Mal gucken. Nee, die leuchtet nicht so weit. Vielleicht ein bisschen. Na doch, nee, das ist mir schön schön. Ja, das ist mir schön schön. Das ist mir schön schön. Schon schön. Schön schön. So, los, weg komm. Mal. Ah, nee. Erst ich, dann die Hühnchen. Mann, jetzt fängt es wieder hier nichts im Dunkeln. Na egal. So. Ich geh schlafen. Ja, na gut, dann machen wir Schluss, wa? Ich angel hier noch weiter, dass wir satt werden über Nacht. Und dann gucken wir mal morgen mit der Jacke und so. Die Jacke noch nicht, das war normale Klamotten. Na gut, dann verabschieden wir uns hier mit Angelbildern und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.